Leute, dranbleiben. Das ist mein neues Gym. Honey, all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. YouTube, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Endlich nach langer, langer Zeit. Das neue Gym ist fertig hier in Siegburg, was mein langjähriger Manager Roland Bebak, der viele, viele Jahre mein Management gemacht hat, gebaut hat und fertiggestellt hat. Und ich hatte euch vor einiger Zeit schon einige Videos her gezeigt, wie die Baustelle damals aussieht. Jetzt ist tutto completo alles fertig. Wie ihr seht, bin ich in den Sportklamotten, weil wir hier schon einiges abgedreht haben. Wir haben noch einiges vor und dazu wird es auch in der Zukunft sehr, sehr bald Informationen geben, welches Projekt wir gerade am Laufen haben. Ich denke, das wird euch freuen, was wir da gerade auf die Beine stellen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch jetzt erstmal das Gym und ich kann euch sagen, es ist für mich persönlich das beste Gym, was man so auf die Beine momentan stellen könnte. Aber überzeugt euch selber, kommt mit. So, erstmal willkommen. Wie ihr seht, sehr, sehr großzügig, sehr, sehr viele Geräte. Kraftgeräte von Hoist, alles was man braucht, um absolut in bester Verfassung zu kommen, um sich fit zu machen. Es ist komplett leer, es ist kein öffentliches Gym, es wird wahrscheinlich auch kein öffentliches Gym werden. Wie eben erwähnt, wir haben einiges vor, wir sind schon am Drehen, wir haben heute sehr, sehr lange gedreht. Ich glaube, wir haben knapp 5,5 Stunden gedreht. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, was wir gerade am Laufen haben und dazu wird es bald nähere Informationen geben. Hier in dem Gym kann man sich wirklich austoben. Allerneueste Geräte, ist alles funkelnagelneu. Man sieht hier, man hat den Kraftbereich, man hat hier einen Cardio-Bereich, wo man auf den Ring schaut. Da oben haben wir eine ganz, ganz große Leinwand. Führe schon mal ein bisschen weiter. Hier haben wir auch für Athletiktraining natürlich Sachen. Die Seile, hier kann man bestimmte Übungen machen. Einen Sandsack, werden noch ein, zwei Sandsäcke dazukommen. Hier ist ein Gerät, worauf ich mich sehr freue, was ich in meiner ganzen Boxkarriere selber noch nie großartig benutzt habe oder hatte. Das ist ein Schlaggerät, kennt ihr sicherlich aus einigen verschiedenen Videos. Es gibt einige Boxer, die das sehr gerne benutzen. Ich werde auch damit trainieren, ich freue mich darauf. Und wie ihr auch seht, hier die Marke Bebak, die jetzt auf dem Markt ist. Die wird ein komplettes Boxequipment bieten und man wird von A bis Z alles mitbekommen. Wir haben hier einen Ring, einen sehr, sehr großen Ring, auch funkelnagelneu. Der ist überdurchschnittlich groß. 7x7 Meter. Wie ihr auch seht, wir kennen sicherlich von vielen Kämpfen, die haben nicht so stabile Seile oder so stabile Ecken. Hier sind richtig dicke Ecken und richtig stabile Seile. Ich habe mich im Ring heute sehr, sehr viel bewegt. Wie gesagt, wir haben über 5 Stunden gedreht und das fühlt sich einfach wunderbar an, diese dicken Ecken. Ich habe damit auch noch nicht die Erfahrung gemacht wie mit diesen Ecken hier. Man hat irgendwie ein Gefühl von, dass man auch gar nicht, dass man so ein Gefühl von Sicherheit hat in der Ecke, dass man sich auch viel besser bewegen kann in der Ecke. Bei den Seilen ist das das Gleiche. Die sind nicht zu locker, nicht zu fest und fühlt sich einfach wunderbar an. Und gehen wir mal ein bisschen weiter. Das Tor lassen wir gleich mal komplett drunter. Dann könnt ihr auch mal das Bild von Mohamed Ali sehen. Das ist wirklich auch sensationell geworden. Für die heißen Tage haben wir da hinten einen riesen Ventilator. Vielleicht kannst du mal auf den riesen Ventilator da hinten zeigen. Und was meiner Meinung nach auch für mich persönlich schon mal ein Highlight ist, sind die sensationellen Lichter hier. Man sieht das in den Dreiecken oder auch die ganze Reihe hier mit den Lichtern. Hier kommt zwar sehr, sehr viel Tageslicht an, was natürlich zurzeit bei den langen Tagen viel, viel angenehmer ist. Aber trotz allem, wenn es mal dunkler wird, viel dunkler, die Lichter sind einfach sensationell. Wir haben hier auch noch eine Kunstrasen. Haben wir hier liegen, können wir kurze Sports machen, auch für Athletiktraining. Ist auch einfach sehr, sehr schön, wenn man auch vom farblichen her finde ich das einfach schön, wenn man so ein bisschen, auch wenn es Kunstrasen ist, aber einfach fürs Auge, das Grün hier zu haben, finde ich, ist eine tolle Sache. Dann haben wir hier einzelne Kurzhanteln, hier haben wir auch Kurzhanteln, das ist ein Cobra-Bag, eine neue, das ist so ein Prototyp, da kommen jetzt bald die erste Lieferung, die sind wirklich, man sieht es, wie die sich bewegen, die sind top, die sind stabil, aber lasst euch überraschen, wenn das Endprodukt kommt. Und die Umkleiden sind doch mal auch noch mal ein Highlight. Super gemacht. Schöne Farben, sehr, sehr schöne Farben. Auch die Schränke, alles was man so braucht, sind super gemacht. Also ich persönlich, mir persönlich gefällt das extrem gut. Hier sieht man nochmal die Duschen. Auch absolut top. Und ich glaube, das ist also mir persönlich auch wichtig, wenn man am Gym ist, wenn man sich danach duscht, frisch macht, dass man da auch einfach ein gutes Gefühl hat. Hier haben wir auch natürlich einen Speedball. Das
gehört dazu. Und ja, macht natürlich immer wieder Spaß. Hier liegt ein bisschen, lasst euch davon nicht irritieren, ein bisschen Equipment für die ganzen Aufnahmen, die wir heute gemacht haben. Wie gesagt, war ein relativ aufwendiger Dreh, aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hier haben wir auch Nagelöl, eine Massagebank, alles, was man für die Physiotherapie braucht. Ablagen, und das Schöne ist, man kann während der Physiotherapie auch hier rausgucken. Ist kein dunkler Raum, kommt auch sehr, sehr viel Tageslicht rein, auch Lichter hier. Hier haben wir ein bisschen Equipment, wenn wir was abspielen wollen, das haben wir auch hier rein integriert. Und ja, was natürlich in einem guten Gym nicht fehlen darf, ist natürlich auch ein Getränkeautomat. Der steht zwar noch leer, aber bald wird es hier Getränke geben. Natürlich alles nur Sportgetränke, und für die kalten Tage haben wir einen Ofen, um zu heizen. Die heißen Tage hat schon eben erwähnt, den Ventilator. Also hier fehlt es an absolut gar nichts. Und ich würde euch gerne das ganze Bild und zeigen von mir und allen. Das sieht wirklich einfach Weltklasse aus. Weil für mich persönlich momentan ist und wird immer der absolute Held im Boxen bleiben. Ohne ihn wäre Boxen wahrscheinlich nie das geworden, was es geworden ist. Ich persönlich finde einfach, dass das ist so das i-Tüpfelchen auf dem ganzen Gym und auch eine riesen Motivation, finde ich, wenn man trainiert. Und man hat immer mal so ein Loch, und für mich persönlich ist es eine Motivation, wenn ich auf das Bild gucke, weil dieser Mann verkörpert alles, was Boxen widerspiegelt. Das ist Willenskraft, das ist Energie, das ist bedingungslose Liebe für diesen Sport, um wirklich weit nach vorne zu kommen. Und auch wenn man mal außerhalb des Ringes Schwierigkeiten hat, sich nicht gehen zu lassen und auch nicht in ein Loch zu fallen. Er hatte extreme Schwierigkeiten zu bewältigen. Er musste mehr oder weniger gegen ein ganzes Land, damals gegen die USA, kämpfen und hat sich trotz allem durchgesetzt, ist nach einer langen Zeit wieder in den Ring gekommen und ist Weltmeister geworden. Und er war innerhalb und außerhalb einfach in diesem Sport für mich persönlich der Größte. Und ich denke, er ist und wird für immer die größte Motivation im Boxen und das größte Vorbild bleiben. So, kurze, knackige Führung durch das Gym. Ich glaube, das Wichtigste habe ich gezeigt. Wie gesagt, es ist kein öffentliches Gym. Man kann hier nicht tagtäglich trainieren oder sich anmelden als Mitglied. Aber wir haben einiges vor. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Und ich will diesem Sport natürlich ein Leben lang verbunden sein und will dem auch ein bisschen was zurückgeben. Und es gibt einfach Leute, die gerne boxen würden, aber nicht wettkampfmäßig. Diesbezüglich haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Und wir werden da was auf die Beine stellen. Dazu wird es nochmal sehr, sehr bald in einem separaten Vlog Neuigkeiten geben. Und ich denke, wir haben da eine tolle Sache auf die Beine gestellt, und ich freue mich sehr auf dieses Programm, was wir da vorstellen werden, was ich da vorstellen werde. Und seid gespannt und freut euch darauf. So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, der kleine Einblick in das Gym hat euch gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like natürlich gerne da und auch ein Abo, und bis zum nächsten Mal.